dann ist er vollkommen verrückt geworden und hat um sich geschossen. Und erst meine Schwester Helene und dann Ludwig umgebracht. Ich konnte mich gerade noch so verstecken und dann habe ich nur noch einen Schuss gehört. Und ich glaube, er hat sich selber umgebracht. Und deine Mutter. Hast du gerade Hurensohn gesagt? Ja, zu dir. Hast du gerade Hurensohn gesagt? Zu dir. Hey, können wir das echt machen? Hey. Hast du eigentlich Helene Bescheid gesagt, dass wir hier sind? Ja. Perfekt, ey, danke. Ja. Nee, ich will nicht. Wie? Ich trinke nichts. Nele, weißt du schon, die besten Geschichten beginnen mit Alkohol. Versuch's gar nicht erst. Die Kleine ist seit kurzem auf dem Gesundheitstrip. Stimmt's? Fick dich. Tschüss. Es ist wie in so einem Horrorfilm, wo die Jugendlichen irgendwo einbrechen und am Ende werden sie alle abgeschlachtet. So gefällt er mir gleich viel besser. Na dann, Prost. Ich dachte, du bist auf dem Gesundheitstrip. Naja, einen Drink kann man sich ja wohl genehmigen, oder? Ist was? Alles gut. Zieh's aus. Was? Du sollst es ausziehen. Was denn? Du sollst es ausziehen, Mann! Was ist denn? Hey! Geh! Was ist denn los mit dir? Du
bist schon wieder eine Schwester. Jetzt entspannt euch mal, wir kommen. Los. Sag mal, bist du immer so eklig, du Schwein. Wenn ich so eklig bin und ein Schwein, dann muss ich aber auch gewaschen werden. Ist das so, ja? Ist so. Auch noch vorbeikommen. Glaubst du, hier ist noch jemand? Wir müssen die Polizei rufen oder raus und dann. Ich kann. Mann, ich hab keine Ahnung. Ich kann das mal. Ich kann die Bullen rufen. Cool, ich mach das schon. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Versprochen, ich rufe die Bullen. Eigentlich, als du gerade so lange weg warst, hm? Was? Wo warst du? Hm? Du warst das, ne? Du warst das! Du warst, weg! Bist du behindert? Knie dich hin. Du sollst dich hinknien! Mein lieber Martin, der im Schwimmbad amok läuft, hm? Und dabei einfach so einen Zwilling umbringt. Schade. Ich konnte mich gerade noch irgendwie verstecken und dann habe ich einen Schuss gehört und ich glaube, er hat sich selber umgebracht. Wenn du das dem Bullen genauso erzählst, in dem Tonfall, dann werden sie es uns definitiv abkaufen. Jetzt hast du ja die richtige Schwester.